herzlich willkommen hier bei mir im Freiburger Wald. Ja, und mir ist heute Morgen was ganz Doofes, beziehungsweise hat es einen guten Effekt gehabt, beziehungsweise aus dem Nachteil ist ein Vorteil geworden. Und zwar wollte ich heute Morgen zur Arbeit, habe mich umgezogen und habe dann Kaffee rausgelassen, habe noch mit dem Nachtdienst geredet. Und dann habe ich gefragt, wer heute noch kommt zur Arbeit. Und dann hat sie eben ein paar Namen genannt und dann habe ich geguckt auf den Dienstplan. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich heute frei habe. Ja, und das habe ich jetzt genutzt bei diesem schönen Morgen. Wir haben jetzt 8 Uhr. Habe ich mir gedacht, ich schnapp mir meinen Rucksack und mein Kochgeschirr und kaufe mir was zum Frühstück. Und habe gedacht, ich frühstück jetzt draußen in der Natur und lasst euch dabei teilhaben. Oh, jetzt kocht mein Kaffee. Ja. Habe ich hier Kaffee dabei, war beim Bäcker, habe mir Brötchen geholt. Ja, und habe gedacht, ich frühstücke heute mal schön in der Natur. Jetzt fehlt mir natürlich noch mein Spork. Hoppala. Kocht schon über. Na, Gras kann ich jetzt nicht gebrauchen. So. Mache ich schön Kaffee hier. Ja. Und habe gedacht, ich frühstücke jetzt heute hier in der Natur. Ach, ist das herrlich hier, muss ich wirklich sagen. Ich bin hier natürlich im Stadtwald. Ringsrum sind natürlich Häuser und Schulen. Habe jetzt gewartet, bis der Schulhoflärm ein bisschen abgeflaut ist, um hier gemütlich ein Video zu drehen. Ja, hin und wieder läuft mal ein Jogger durch oder ein Fahrradfahrer, das stört mich aber soweit nicht. Wenn sie nicht so laut sind, macht nichts. Aber dieses Waldstückle hier ist sehr belebt. Ja. Dann würde ich mal sagen, bereiten wir uns mal fürs Frühstück vor. Dabei habe ich natürlich wie immer mein Stanley Coffee Cup System. Ist natürlich jetzt übergekocht, macht aber nichts. Und kann hier schön Kaffee kochen. So. Kann ich hier schön Kaffee kochen mit meinem Becher. Schütte ich hier meinen Kaffee rein. Dass der frisch und warm bleibt. So habe ich immer frischen, heißen Kaffee. Sehr praktisch, das Ding. Hab's nicht bereut, dass ich es mir gekauft habe. So. Und nun
kann ich schön heißen Kaffee genießen. Mal schauen, ob das geht. Ja, müssen wir ganz aufmachen. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Man muss hier ganz aufschrauben, um Kaffee zu genießen zu können. Aber ansonsten ist es tipptopp. So. Jetzt fehlen natürlich noch die Zutaten. Einmal Kaffeeweißer. Ja, alles vorhanden. Sehr gut. Natürlich mit Xylit. Ja, die Idee stammt, glaube ich, auch so ein bisschen vom Buschpirat. Aber es war eigentlich meine spontane Idee. Ja, und auf der Fahrt hierher ist mir noch die Idee gekommen, ob man nicht... Ah, da ist ja meine Sonnenbrille, habe ich vorhin schon gesucht. Auf der Fahrt hierher ist mir die Idee gekommen, ob man nicht ein Frühstücksfernsehen machen könnte. Ach, jetzt ist die Brille in den Dreck gefallen, so ein Mist. Oftmals habe ich mir gedacht, was morgen zum Frühstücksfernsehen kommt, Sat.1, ARD, ZDF, das könnte man doch auch auf YouTube machen mit einem Livestream. Die Sache ist ja nur die, hat man hier auch Netz. 4G ist das Mindeste. Und das müsste ich jetzt erstmal überprüfen. Oder H+ ginge eigentlich auch, aber die Qualität wird wahrscheinlich da nicht so prickelnd sein. Ja, ich hätte hier jetzt volle Abdeckung. H+. Ja, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob man könnte, ob euch das gefallen würde, so eine Art Frühstücksfernsehen zu machen. Ich müsste mir noch einen Namen ausdenken, vielleicht Outdoor-Monis, Frühstücks-TV, ne? Nicht, dass mir noch die Öffentlich-Rechtlichen hier auf den Schlips treten. Und wie kann ich nur Frühstücksfernsehen verwenden und so, ja. Da müsste man sich rechtlich ein bisschen absichern. Ja. Ja, nun werde ich immer anfangen mit Frühstücken. Hab mir hier aus dem Laden so Saft geholt, so Innocent mit Beeren, Erdbeere, Kirsche
Guarana und Leinsamen, jede Menge Vitamine drin. Das werde ich jetzt mal probieren, wie das schmeckt. Mmh. Das schmeckt natürlich sehr herrlich. Selber gemacht ist immer noch besser, aber es ist ja ein Smoothie, also Beeren und Zutaten zum Saft gemixt, ne? Also eigentlich richtig für so ein Frühstück. Guarana, das hält einen dann die ganze Zeit frisch. Ja, und dann werde ich mal anfangen mit Frühstücken. Habe ich mir so eine Apfeltasche gekauft heute Morgen. Ein bisschen Butter, ein bisschen Marmelade dabei. Zwei Brötchen. Morgens frühstücke ich immer gerne und viel. Dafür abends weniger. Ja. Ja, vielleicht könnt ihr auch noch in die Kommentare schreiben, was man so machen könnte. Ob ihr lieber so Nachrichten wollt, was so outdoormäßiges passiert ist die letzte Zeit. Oder ob ihr so allgemeine Nachrichten wollt haben. Oder gar keine Nachrichten. Oder wollt ihr eher so ein Statement, was ich in nächster Zeit plane, was ich so erlebt habe. Ne? Ja. Und ich denke mal, ich habe jetzt auch gedacht so an diejenigen, die jetzt nicht mehr so gut zu Fuß sind oder nicht mehr so ewig ausgedehnt Outdoor-Touren machen können, weil sie es vielleicht gesundheitlich nicht packen können. Die könnten ja auch sowas machen wie ich, so schön draußen frühstücken an der Natur. Und so weiter. Ja, wunderbar. So ein Frühstück, das hat mir jetzt richtig gut getan. Ja, Leute, lasst mich doch wissen, ob ich soll so eine Art Frühstücksfernsehen machen. Es wird natürlich nicht täglich laufen, ist klar. Geht schon mal beruflich nicht. Aber ich habe ja öfters auch mal Spätdienst oder so. Und ich werde dann im Prinzip dann das Fernsehen ankündigen, ab wann es dann wieder kommt, live, ne? Habe jetzt hier gemerkt, ich habe eigentlich guten Empfang hier. Man könnte es eigentlich machen, ne? Auch wenn es regnet. Ja, in diesem Sinne, man sieht sich beim nächsten Video. Ciao.